Ein sehr spannendes Werk zum Beispiel, um gerade mit Klischees aufzuräumen, wo es darum geht, dass man ja eigentlich Kunst studieren müsse, um zu verstehen, wie man das überhaupt machen kann, ist zum Beispiel dieses Bild hier, die Nummer 3. Nummer 3 ist aus Hamburg, der Künstler heißt Timo von Eicken. Timo von Eicken war tatsächlich bis so Mitte, Ende der 90er Jahre ein ganz durchschnittlicher Graffiti-Künstler. Ist also die Dose, nachts rumgelaufen, hat das ein oder andere Haus, den ein oder anderen Zug, je nachdem aus welcher Position man das sieht, entweder verschönert oder beschädigt. Hat aber trotzdem weitere Ambitionen, hat nie Kunst studiert, hat es jetzt aber trotzdem über Jahre hinweg geschafft, einen Stil zu entwickeln, der sicherlich keinem Studenten in irgendeiner Akademie nachstehen muss und zeigt halt tatsächlich, wie sich das Ganze entwickeln kann. Stilistisch so ein bisschen ähnlich ist das Bild daneben. Der Künstler ist tatsächlich da. Wenn Sie sich mal die Hintergrundfarbe anschauen und dann im Raum mal umschauen, wer das gleiche T-Shirt anhat. Sehen Sie das? Künstlername Mario Monkey. Können Sie mal nachher nachlesen, warum das so ist. Junger spanischer Künstler, der jetzt in Berlin lebt, wie viele der Künstler, die wir haben. Auch hier der Künstler dieses Bildes, schauen wir mal gerade, wo er steht, der steht da drüben. Auch ganz spannend, Danny ist vor 9 Jahren nach Deutschland gekommen, und zwar aus Peru. Wir haben schon ein bisschen mehr zusammen gemacht, wir haben auch schon öfters ausgestellt. Auch das vielleicht für Sie ganz interessant, um sich mal damit auseinanderzusetzen. Als Danny kam, waren seine Arbeiten sehr, sehr illustrativ. Und es war noch sehr, sehr deutlich spürbar, wie er in Peru gestartet hat. Und zwar, er hat mir das auch gesagt, auf der einen Seite sehr, sehr großer Einfluss noch, der, man würde heute sagen, modern Native, Origin Native Kultur. Wie hießen die Kultur, von der du damals gesprochen hast? Ja, genau. Also wirklich Ureinwohner Perus, Einfluss. Auf der anderen Seite aber aufgewachsen mit Comics. Das hat er sich noch sehr, sehr in seinem Stil reflektiert. Jetzt lebt er schon sehr, sehr lange in Berlin und so verändert sich auch so ein bisschen die Art und Weise, wie er malt. Also, ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, es europäisiert sich, aber es zeigt auf der anderen Seite auch, wie global diese junge Szene heute ist und wie sie sich von verschiedenen Orten bewegt, immer wieder Einflüsse übernimmt, verarbeitet und was auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der modernen Kunst ist, dass es eben nicht mehr darum geht, es gibt eine feste Idee von irgendwas, das so sein muss, sondern es entwickelt sich kontinuierlich weiter. Da hinten in der Ecke, hinter dem Herrn mit der Mütze, mit dem Hut, auch ein Stil, der sich interessanterweise in den letzten Jahren sehr deutlich entwickelt hat. Kalligrafie ist mit Sicherheit nichts Neues, das gab es schon vor Tausenden von Jahren. In den letzten Jahren hat sich aber so zum Teil aus der Kalligrafiekunst, zum Teil eben aber auch aus der Graffiti-Kunst, wo ja Buchstaben oder Abstraktion von Buchstaben eine große Rolle spielen, hat sich da sehr, sehr viel entwickelt. Wir haben hier 2 Kandidaten, es gibt deutlich mehr. Auf der linken Seite Jan Koke, der sehr, sehr abstrakt arbeitet. Auf der rechten Seite eine Dame, Jana Fedorov, die sich zum Beispiel aus einem Stil oder von einem Stil beeinflussen lässt, der eigentlich im Raum Los Angeles eine ganz große Rolle spielt, wo die Hispanic-Kultur, also die Südamerikaner, eine ganz große Rolle spielen. Eine junge Dame aus Hamburg, vom Namen her sicherlich osteuropäische Vorfahren, die diese Sachen aufnimmt und da in gewisser Weise abstrakte Kunst, aber eigentlich über Buchstaben kommuniziert. Also fragen Sie mich nicht, ob da irgendwas draufsteht, was inhaltlich bewertbar ist. Ich glaube in dem Fall fast tatsächlich reine Abstraktion, Form, Ästhetik, Überschrift. Meisten im Original ist der Hund von Jeff Koons. Vor einem Jahr ist ein englischer Künstler auf die Idee gekommen, einfach daraus eine Persiflage zu machen. Was ich persönlich sehr, sehr lustig finde, weil auch gerade Jeff Koons natürlich ein sehr, sehr umstrittener Künstler eigentlich ist. Die Hardcore-intellektuelle Kunstszene hasst Jeff Koons. Sie findet die Werke zu banal. Auf der anderen Seite verkauft Jeff Koons für Preise, die jeden Händler frohlocken lassen. Der Hund kostet, glaube ich, im Original mehrere Millionen US-Dollar. Das kleine Teil war jetzt ein bisschen günstiger. Der Hund kackt aber einfach. Und zwar sozusagen auf seinen Ursprung. Er versucht, das Buchmaler
von Jeff Koons unten reinzuschieben. Eine ganz sympathische Art und Weise, diesen Pop-Art-Gedanken zu übernehmen und auch entweder mit einem gewissen Sarkasmus oder mit einer gewissen Kritik zu übernehmen. Jeff Koons hat mal gesagt, dass er im Prinzip seine Kunst ähnlich sieht wie die Musik der Beatles. Ganz viele haben gesagt, dass es keine wirkliche Musik ist. Auf deiner Seite gefällt es einfach ganz, ganz vielen Menschen. Und das ist auch einer der wichtigen Aspekte, die wir immer versuchen, bei unseren Ausstellungen oder der Messe zu zeigen, dass wir nicht den Intellektualitätspreis gewinnen wollen, sondern wollen, dass möglichst vielen Menschen das Ganze gefällt. So, die ersten zwei Werke hier, die mit der Nummer 11 vermerkt sind, haben so ein bisschen eine historische Bedeutung für mich. Das waren ungelogen die ersten zwei Bilder, die ich mir selber gekauft habe. Das ist jetzt schon 14 Jahre her. Matthew Curry ist eigentlich ursprünglich ein Grafikdesigner gewesen, der aber auch begonnen hat, künstlerisch zu arbeiten. Das eine Bild heißt Poseidon, das andere Minerva. Wenn man genau hinschaut, kann man es tatsächlich auch lesen. Mich als Person mit einem werberischen Grafikdesign-Background hat es einfach fasziniert, wie die gewisse Abstraktion, aber auch die bestimmten die Elemente wie die Buchstaben und so weiter eine gewisse Ästhetik hervorrufen. Ich fand es ganz toll. Der Künstler ist immer noch am Arbeiten, ist nicht berühmt geworden, macht es aber immer noch mit Leidenschaft und für mich so die wichtigsten zwei Werke in meiner persönlichen Sammlung. Hier nebenan haben wir, wo man eigentlich auch wiederum sieht, was das Thema der handwerklichen Fähigkeiten auch ausmacht. Der Künstler kommt ursprünglich aus Mexiko, lebt jetzt in Los Angeles, Barrio heißt er. Und als ich das erste Mal diese Werke gesehen habe, alle mit Bleistift gezeichnet, beziehungsweise mit Graphitstiften, war ich völlig begeistert von der extremen Ästhetik, trotzdem von dem Stil. Und er hat mir beschrieben, was jedes einzelne Bild bedeutet. Ich habe es mir leider jetzt nicht gemerkt für heute Abend. Hier ist es tatsächlich so, dass hinter jedem Bild auch eine Idee steckt. Davon kann man sich aber auch durchaus lösen. Also es darf auch gefallen, ohne dass man weiß, was der Künstler damit meint. Das ist übrigens eines der größten Märchen in der Kunst, dass Künstler mit jedem Werk irgendwas Bestimmtes ausdrücken wollen. Das ist in dem Fall, es gibt es, aber es ist mit Sicherheit nicht der Standard. Ja.